Servus zusammen. Wir haben Donnerstag, den 26. um 17.52 Uhr. Ich ziehe den Freitagsfilm vor. Das hängt damit zusammen, dass ich hier zum Gefühl 25. Mal meinen Koffer umpacke, denn ich gehe in Urlaub. Ich komme erst wieder an Fasching, Fasnacht, Karneval, wie auch immer ihr das nennt. Ich glaube, am 21. oder 22. bin ich wieder da. Februar. Ich gehe nach Thailand, treffe mich da mit allen möglichen Händlern in Bangkok, auf Koh Samui, auf Koh Phangan oder wie das heißt. Und ich mache das, was ich unbedingt machen will. Das ist das, was ich bisher so kann. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt, aber ich will hier hin. Und erst wenn ich das schaffe, dann komme ich zurück. Nein, ich besuche da ganz viele Kochkurse und das wird ein Heidenspaß und da tue ich mal wieder was für mein Hirn. Aber wir machen jetzt hier den DAX. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich im Urlaub bin, denn wenn ich weg bin, im Facebook-Chat, die veräppeln mich schon, ja, dann geh doch mal bitte, wir brauchen Voila. Wenn ich weg bin, dann geht es hier immer ab. Ich habe hier nach wie vor die ganzen Fibos eingezeichnet und die nehme ich jetzt auch mal raus. Ihr könnt da den Film anhalten, aber ich nehme sie jetzt mal raus, weil ich will euch das Ding hier zeigen. Das ist nichts anderes, mach ich mal ein bisschen so, bisher als eine Flagge. Hier ist der Fahnenmast, hier ist die Flagge. Die obere Begrenzung ist 15.269 und die untere hier 14.906. Das sind die wichtigsten Punkte. Zum Über- oder Unterbieten brauchen wir mindestens einen Schlusskurs einer Stundenkerze und mindestens 40 Punkte Abstand von den eben genannten 15.269. oder 14906. Und da ist die Technik fast egal. Wir hatten ja auch mal sowas Ähnliches, dann sind wir da mal deutlich herunter und haben uns da wieder hochgekämpft. Das ist für mich eine ganz klare Flagge. Hier oben ist das 76er Fibo Retracement vom All-Time High zu dem Low, was wir hier hatten im letzten Jahr. Das trifft ziemlich, also fast auf den Punkt. Wir haben es gestern Abend nochmal ausgerechnet, hat das also hier das Hoch getroffen. Das sind die beiden wichtigsten Punkte. Unterstützend kommt hinzu, die 20-Tage-Linie steigt nach wie vor sehr stark. Das sind immer noch so um die 40 Punkte. Und jetzt wird sich der eine oder andere wundern, ja, aber die Technik gibt doch ein Verkaufssignal. Ich habe meine Stochastik, und das lehre ich auch auf jedem Webinar, letzte Woche auch, jetzt an diesem Wochenende auch nochmal, auf 10 eingestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, das ist der tiefste Punkt, das ist gleich die 0. Und das ist der höchste Punkt, das ist gleich die 100. Und dazwischen bewegt er sich. Wenn jetzt einer 14 hier stehen hat, also hier unten, ja, dann kommen hier noch 1, 2, 3, 4 Punkte hinzu. Dann ist das hier die 0. Und damit sind wir noch relativ weit oben von der 14er Stochastik. Also ich nehme 10er, mache ich immer 2 Wochen, 2 Handelswochen, 5 oder 10 Handelstage. Ich mache das so, bei mir ist er jetzt schon neutral. Der liegt ja hier fast in der Mitte. Wir haben geschlossen, so irgendwo bei 15.115, der liegt neutral in der Mitte innerhalb dieser beiden Punkte. Ich würde tatsächlich auf gar nichts anderes schauen. Ich kann nicht sagen, es ist mir egal, was hier passiert. Wir bekommen jetzt über die traditionelle Sichtweise auch nochmal ein Verkaufssignal. Ich rechne tatsächlich auch nicht damit, dass wir nennenswert hochgehen. Aber wir können hier nochmal drüber schauen. Das halte ich durchaus für möglich. Ich habe immer noch den Eindruck, Kurse, die nach oben gehen, tun weh. Und meistens geht der Markt dahin, wo es wehtut, wo es der Menge wehtut. Und noch immer habe ich diesen Eindruck, wenngleich ich glaube, dass viele von den Shorts hier in diesen beiden Tagen geschlossen sind. Erinnert euch dann das Beispiel mit den 10 Händlern, 6 waren Short, 2 neutral, 2 Long. Ich glaube, das hat sich jetzt doch ziemlich nivelliert im Sinne von wahrscheinlich 3 zu 4 zu 3, könnte ich mir vorstellen. Aber trotzdem vom Gefühl her, respektive von dem, was ich überlese, werden die Kurse deutlicher tiefer erwartet. Wenigstens hier nochmal so rum, um die 14.100, vielleicht um die 14.000 rum, werden sie erwartet in den nächsten Wochen. Aber stellt euch auf Bewegung ein, ich bin nicht da, da, wie sage ich es immer, boxt der Papst im Kettenhemd. Ich habe auch festgestellt, dass ich diese Scheine hier, die ich euch da immer nenne, die habe ich seit Wochen nicht verändert. Da gab es keinen Grund für. Das sind also komplett die Scheine von ungefähr seit 2, 2,5 Wochen. Lediglich die Hebel haben sich geändert und natürlich die Strikes, die Knockouts. Die Puts sind ein bisschen runtergegangen, die Calls sind ein bisschen hochgegangen. Aber tatsächlich, ich habe nichts geändert. Ich stelle die mal hier legen rein. Was mir ein bisschen auffällt und auch missfällt, ist der Blick auf die Woche. Es ist die noch nicht fertig in dieser Woche, aber ich gucke da trotzdem drauf. Das ist hier schon mal eine, viele gucken da drauf, haben mich auch darauf angesprochen, eine negative Divergenz bisher. Ist es. Ja.
hier auch. Also wenn ich mal die Augen wirklich schließe und gucke nur auf die Technik, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt fällt, meines Erachtens nach etwas größer, als dass er steigt. Dennoch, ich gehe zurück auf den Tag, wenn wir diesen Punkt durchhaben, eben mit einer Stundenkerze und 40 Punkten Abstand, muss ich davon ausgehen, dass wir auch irgendwo eine 15,5, eine 15,7 sehen können. Rechnen tue ich nicht mit. So, also ich gehe in Urlaub, ich wünsche euch alles, alles Gute, habt viel Spaß, happy trading, fette Beute und genießt meine Wolle. Bye, bye.